So, hallo und herzlich willkommen. Diesmal ein bisschen später zu diesem Live-Piano-Coaching mit Sven Häfliger. Ich bin der Gründer von Zapiano und Klavierlerner.ch. Wie gehabt, planen wir alles total gut, ist alles getestet und dann wollen wir live gehen und da gibt es immer wieder Störungen. Darum sind wir heute ein bisschen später dran. Ich habe dafür etwas mitgebracht. Ups, kleiner Unfall. Ein cooles Instrument. Dieser Livestream heute, der ist wirklich für die Einsteiger unter euch gedacht. Also wirklich für die Anfänger, die sagen irgendwie, ich komme nicht so vom Fleck, irgendwie kriege ich das einfach nicht gebacken, da wirklich was zu spielen, das sich einfach und gut anhört. Okay? Ihr könnt mir natürlich Fragen stellen. Ich sehe da im Chat, da läuft schon jede Menge hier. Ich sehe jeweils den YouTube-Chat hier. Also es ist der Chat, den ihr auf den Websites seht, zapiano.com und klavierlernen.ch. Und auf Facebook streamen wir auch noch und da betreut der Andreas Brix den Chat. Okay, dann möchte ich euch ein paar kurze Infos noch durchgeben. Die Leute, die mich schon öfters gefragt haben und mich angeschrieben haben, wann kommt das Practice Kit? Wann kommt es? Wann ist es soweit? Es wird soweit sein am 29. März. Das heißt, in 10 Tagen wird das Practice Kit zur Verfügung stehen. Es wird einzeln zum Verkauf zur Verfügung stehen. Ihr könnt das monatlich buchen oder ich werde da sogar auch noch einen Lifetime Deal machen, also wie der Pianostarter. Das Practice Kit ist einfach der Bruder sozusagen zum Pianostarter und da habe ich wiederum 10 Module gefüllt, diesmal aber mit dem gleichen Spielniveau wie beim Pianostarter. Und so hast du beim Pianostarter zum Beispiel Modul 1, kriegst du zusätzlich nochmals ein Modul, auch Modul 1 im Practice Kit und da gibt es einfach vom selben Spielniveau nochmals Material, Lieder zum Downloaden, Spiel mit mir Videos und jede Menge interessanter Übungen, Tipps und Tricks. Mein Ziel ist es, dass ihr wirklich die Grundlagen des Klavierspiels wirklich intus habt. Der Pianostarter ist zwar riesengroß, aber viele Leute haben mich noch angefragt, kannst du nicht noch mehr liefern, mehr Material, mehr Lieder, dass ich das einfach noch besser üben kann. Und wenn ihr den Pianostarter gemacht habt und das Practice Kit, dann habt ihr wirklich eine super solide Grundlage. Okay, natürlich könnt ihr mir in diesem Chat immer wieder Fragen stellen. Also ich bin hier, ich sehe das. Hallo Zapiano! Kein Bild vorhanden, sagt mir jemand. Ja, ich glaube, jetzt sollte es aber da sein. Hä? Okay, und sonst schreibt einfach nochmals. Gell? Also ich sehe zum Teil da was. Also was ich da sehe, ich sehe mich selber. Das bedeutet, das Bild muss vorhanden sein. Okay, gut. Jetzt Frage. Schreibt doch mal kurz hinein, wo ihr so steht im Lernprozess. Seid ihr Anfänger? Seid ihr schon länger dran? Füllt einfach die Kommentare, schreibt einfach kurz, wo ihr steht. Und dann möchte ich ein bisschen was erzählen. Also, wenn die Leute mit dem Klavierspiel beginnen, in der Regel kaufen sie sich hier ein Notenheft. Da gibt es irgendwie so ein Notenheft, garantiert lernen oder super Methode und jetzt sofort Lieder spielen. Und die Leute nehmen das dann total motiviert nach Hause mit. Klappen das auf und da gibt es mal so Noten oder es gibt Erklärungen und es gibt Fingersätze und es gibt Haltung, es gibt Übungen, es gibt einen Bassschlüssel und in der Regel ist das so, dass die Motivation oder so die Euphorie zu Beginn, die lässt dann ganz schnell nach, weil in den meisten Fällen kommen diese Leute, die so autodidaktisch mit einem Buch beginnen, so das Klavierspiel zu lernen, so bis Seite 12 oder 13 und dann hört es auf. Und dann werden sie in der Regel ins Internet gehen, vielleicht einen Klavierlehrer aufsuchen oder ihnen ein Online-Angebot anschauen und mal schauen, irgendwie braucht es einfach noch ein bisschen mehr. Weil es liegt in der Sache Natur, wenn du ein Buch hast, ist das immer nur One-Way. Da ist kein Video drin. Das wird einfach so erklärt, wie es erklärt wird in diesem Buch. Das wird in der Regel zwar gut erklärt, aber du kannst keine Fragen stellen. Und wenn etwas nicht in Videoform dir vorgezeigt wird, wirklich vorgespielt, das muss sich jetzt so anhören, dann wirst du immer ein bisschen dastehen und sagen, ja, ich weiß ja nicht recht, muss das so sein? Dann hört man sich vielleicht die CD an und denkt, ja, auf der CD hört es sich gut an, aber das, was ich da spiele, hört sich nicht so gut an und so weiter. Vermutlich kennst du die Situation. Also ich habe irre viele Schüler bei mir gehabt früher, die zu mir so kamen und haben gesagt, ja, ich habe mal begonnen, aber irgendwie komme ich nicht weiter. Und in der Regel wissen die Schüler ja nicht, warum sie nicht weiterkommen, ist ja völlig klar. Dafür gehen sie dann zu einem Klavierlehrer. Ich biete da ein Online-Programm an. Dieses Online-Programm, das besteht jetzt schon seit 7 Jahren, seit April 2011. Und da habe ich diesen Prozess des Unterrichtens natürlich konstant verfeinert. Ich habe immer wieder Umfragen gemacht mit meinen Schülern. Wie kann ich meine Kurse noch besser gestalten, sodass ihr noch besser durchstarten könnt und Klavier spielen könnt? Tja,
Das war jetzt viel. Bis hierhin. Also, ich schaue da mal rein in den Chat. Auch mehr Spiel mit mir, schreibt die Kerstin. Ja, ich habe noch mehr. Das Practice Kit ist ja nicht fertig. Im Moment haben nur die Piano Club Mitglieder Zugriff aufs Practice Kit. Gell? Da kommt noch mehr. Kann man den Pianostarterkurs, auch wenn man schon ein paar Jahre gespielt hat, schreibt der Markus. Ich glaube, du möchtest mich damit fragen, ob das sinnvoll ist, den Pianostarterkurs zu buchen. Das würde ich empfehlen. Ich empfehle das allen, die mich anrufen oder mich einfach kontaktieren. Nimm einfach den Pianostarterkurs. Du kannst diesen nur für einen Monat buchen. Dann gehst du durch. Es sind über 125 Videos. Wenn du schon Vorkenntnisse mitbringst, kannst du da relativ flott durchgehen durch die ganzen Sachen. Weil ich erkläre dir alles ganz detailliert. Schritt für Schritt wird, dass es jeder versteht. Und wenn du mit dem Pianostarter durch bist, dann kannst du sicher sein, dass du die Grundlagen wirklich drin hast. Ich habe einfach festgestellt, die Leute, die zu mir gekommen sind, die auch schon länger gespielt haben, die haben einfach immer wieder Fragen, was ist eine halbe Note, die kriegen die Arpeggios nicht hin, die wissen nicht, was eine Akkordumkehrung ist. Also all diese Grundlagen, die fehlen einfach immer wieder irgendwo. Und im Pianostarter kannst du sicher sein, dass du alle wichtigen Grundlagen drin hast. Okay, bin seit 1,5 Jahren dabei. Lang-Lang-Niveau, ja, das ist cool. Also da ist jemand auf dem Lang-Lang-Niveau. Hey, dann komme ich zu dir in den Unterricht. Das ist cool. Vorgeschrittener Anfänger, ja, das bin ich auch. Da gehöre ich doch auch dazu. Start-Anfang-Modul, super. Practice-Kit auch schon, ja, super. Ich spiele seit 4 Jahren meist Selbststudium. Filmmusik, klassische Stücke, sehr schön. Eine Audi. Okay, Karin, super. Markus, okay, möchte ich gerne wieder einstellen. Genau, Markus, das habe ich dir vorhin gerade beantwortet. Hä? Super, Julsen schreibt noch. Also ich habe halt nur die Nicknames da. Ich sage jetzt einfach der Julsen. Vermutlich ist das Julia oder so. Gell? Ich bin von Beginn einmal die Woche beim Klavierlehrer, habe schon 4 Menuet von Bach gemeistert und aktuell bin ich bei Hennen und Scalzerni-Stadi. Finde ich super, cool. Also, gut, jetzt das hier. Habe ich ja vorhin vorgestellt. Eine super kleine, coole Ukulele. Ich habe die für meine Tochter besorgt. Meine Tochter, die macht schon Musik damit. Und es gibt Vorteile bei der Ukulele und es gibt auch kleine Nachteile. Aber die Vorteile, die überwiegen. Denn jemand, der so ein kleines, cooles Instrument da hat, der kommt sofort ins Musikmachen. Im Gegensatz zu den Pianisten, die immer alles so analytisch rangehen und sagen, ja, wie geht das und das muss noch perfekt sein, bis man dann irgendwann vielleicht mal Musik machen kann. Und die Leute, die Ukulele spielen, die machen sowas. Genau. Und dann singen sie dazu. Und das ist ihre Kunde natürlich. So ein kleines Teil kann man ja überall mitnehmen im Vergleich zum Piano, das ist klar. Und jetzt zeige ich dir, wie du solche einfachen Sachen, also die Prinzipien einer Ukulele, da aufs Piano übertragen kannst. Also, es gibt hier noch etwas zum Herunterladen. Ihr könnt das herunterladen. Ich werde das jetzt in den Chat einfügen. Der Andreas wird das auf Facebook einfügen. Und ihr seht das hier. So, also, schaut mal. Also ihr könnt das jetzt, oh, das sieht ein bisschen lustig aus, da muss man schauen. So, da hat es jetzt einen coolen Link, ich füge ihn nochmals ein. Das könnt ihr jetzt runterladen, das ist ein einfaches PDF. Und das, was ich jetzt erkläre, das hat ganz konkret damit zu tun. Also, ich sage zuerst mal den Nachteil von dem da. Wenn du jetzt noch keine gelenkten Finger hast, oder du beginnst damit, du hast noch irgendwie noch keine Instrumente gespielt, du hast keine Geige gespielt, kein Cello, keine Gitarre, dann ist das ein bisschen mühsam, da die Finger hinzukriegen. Ich habe früher klassische Gitarre gelernt und darum ist es für mich relativ einfach, da diese Akkorde so zu drücken. Aber das muss man erstmal hinkriegen. Also meine Tochter, die lernt da jetzt, da muss man so die Finger hinbiegen und ich habe schon festgestellt, wenn jemand schon ein bisschen älter ist, dann dauert es ein bisschen, bis man da die Finger wirklich so platzieren kann, dass es sich wirklich so treffsicher und gut anhört. Da braucht man ein bisschen Übung. Wenn man aber, sage ich mal, nur 3 Akkorde schon da kann, dann kann man rasch beginnen zu begleiten. Dann kann man einfache Lieder begleiten. Bis man diese Akkorde spielen kann, dauert es ein bisschen. Und auch
das Verstehen der Akkorde, wie das überhaupt funktioniert, wie das aufgebaut ist, das ist ein bisschen komplexer. Und das ist auf dem Klavier viel einfacher. Ich zeige dir das jetzt mal kurz auf dem Klavier. Also, wenn du dich vor das Klavier setzt, dann hast du ja hier, da solltest du etwa die Nasenspitze haben, das ist der Ton C. Das ist das, was alle lernen, die zum ersten Mal vor dem Klavier sitzen. Also das hier, Ton C. Und dann, wenn du den Tonleiter so hinaufspielen würdest, dann kommst du hier wieder zu einem C. Und das Coole ist, beim Klavierspiel, du brauchst einfach nur diesen Ausschnitt da zu können, einen solchen Ausschnitt, nur so, und die Töne, die wiederholen sich einfach immer wieder. Das ist immer dasselbe, super easy. Also wenn das ein C ist, unter diesen zwei schwarzen Tasten, habe ich unter diesen zwei schwarzen Tasten wieder ein C. Und hier nochmals, that's it. Wenn ich da weitergehe, du siehst das dann im PDF, das du vermutlich schon heruntergeladen hast, dann kannst du hier die Töne benennen, das ist eigentlich wie das ABC. Es fängt auf beim C an, habe ich C, D, E, F, G, A. Und hier gibt es noch einen kleinen Spezialfall. Im deutschsprachigen Raum nennt man das vielfach H. Internationale Bezeichnung ist das ein B. Und wenn du es hier vom A aus anschaust, habe ich A, B, C, D, E, F, G. That's it. Und jetzt, bei jedem Ton kann ich einen Akkord bilden. Und das ist jetzt super einfach auf dem Klavier, weil das ist logisch. Im Vergleich, wenn ich sowas da habe, oder auch bei den Gitarristen, da muss man die Finger irgendwie so platzieren und man muss es einfach irgendwie merken, so wie so eine Eselsbrücke zu Beginn. Okay, das ist dieser Akkord, das ist dieser Akkord. Und auf dem Klavier ist es viel einfacher. Wenn du einen einfachen Akkord bilden möchtest, eine sogenannte Grundstellung, dann ist das nur so, dass ich hier den Ton habe. Dann lasse ich eine Taste aus, ich lasse nochmals eine Taste aus und spiele diese drei Töne gleichzeitig zusammen. Und das ist schon die einfachste Form eines Akkords. Also wenn ich das hier so mache, oh, das hört sich ganz ähnlich an. Yeah, das ist cool. Ja, yeah, okay, also das hier, das siehst du im PDF, das ist einfach ein C-Dur, nichts anderes als ein C-Dur. Muss mal schauen, ob da mein Kollege noch geschrieben hat. Sorry, mein Regisseur. Okay, nein, scheint alles gut zu sein. Mal im Chat schauen. Okay, ja, ist alles gut. Also, wenn sich da die Kommentare finden, ich höre keinen Ton, ich sehe kein Bild, dann werde ich da ganz lebendig, aber so scheint alles gut zu sein. Okay, jetzt. Wenn ich die Akkorde hier so habe, den C, super einfach, dann von der Logik her kann ich immer nur dieses Griffmuster, also das, was ich hier schon habe, einfach eine Taste nach oben schieben und da kriege ich einen neuen Akkord. Also das hier ist nicht unbedingt der Fingersatz, den ich empfehlen würde, den mache ich jetzt nur zu Demonstrationszwecken. Also ich kann auch hier einfach so nach oben gehen, das ist schon alles. Und jetzt merkst du, wenn ich das so spiele, da sind verschiedene Sounds darunter. Da hört es ein bisschen anders an. Der auch wieder. Und du siehst auf dem PDF, ich habe da eigentlich schon 6 verschiedene Akkorde. Und mit diesen 6 verschiedenen Akkorden kannst du irre viele Stücke spielen. Praktisch, also alle kann ich jetzt nicht sagen, aber alle, die in der Tonart C-Dur drin sind und die keinen Tonartwechsel haben oder keine akkordfremden Töne oder Akkorde, kannst du alle spielen. Nur mit diesen Akkorden. Super einfach. Und wenn ich da so nach oben gehe, dann habe ich in dieser Tonart, C-Dur, das sind nur die weißen Tasten, immer 3 Dur-Akkorde und 3 Moll-Akkorde. Und die Dur-Akkorde, die finden wir hier, das ist der C, das ist der F und das ist der G. Und die Akkorde benennen sich immer nach dem untersten Ton. Also wenn ich da den Daumen so drauf habe, das ist der Ton C, dann habe ich hier ein C-Dur, hier wiederum habe ich den Ton F, das ist ein F-Dur, und hier der G, das ist einfach G-Dur. Das ist alles, also C, F und G. Denke, das ist easy. Wenn dann noch Moll-Akkorde dazukommen, ist das super einfach. Ich gehe da einfach beim D mal hin, beim E und beim A. Und wenn ich den Sound jetzt höre von diesen Akkorden, dann merke ich, okay, traurig, das ist ein D-Moll. Auch wieder D, dann hört es einfach traurig an, rein vom Gehör. Nichts Analytisches im Moment.
D-Moll. Wenn man es sich traurig anhört, kannst du davon ausgehen, das ist ein Moll-Akkord. Hier dasselbe. Der E ist der Grundton. Hier, das ist ein E-Moll. Und dann habe ich noch hier den A-Moll. Den könnte ich hier auch unten spielen. Hier hört er sich ein bisschen grell an, hier oben, aber hier unten, hier habe ich wiederum den A und das ist ein A-Moll. Das ist alles. Cool. Okay. Jetzt, ich schaue mal noch kurz in die Fragen. Vielleicht habt ihr da noch Fragen bis hierhin. Ich bin nun bei den Akkordumkehrungen Teil 2. Elisabeth, das ist sehr gut. Schwierigkeit. Wie merke ich mir am besten die Tastenkombi? Ich weiß nicht genau, was du meinst mit Tastenkombi. Ich nehme an, du bist einfach die Akkorde da so am Üben. Nimm dir einfach Zeit. Geh einfach so durch, wie ich es erklärt habe im Pianostarter, im Akkordworkout. Das kommt. Wenn du es genau so machst, wie ich es da erkläre, wirklich ganz genau so, dann dauert es in der Regel etwa 2 Wochen. Und dann kannst du die Akkorde mit den Umkehrungen spielend greifen hier, ohne zu überlegen. Aber muss ich es genauso machen. Ja? Super. Spielt man die gleichen Akkorde wie auf einer normalen Gitarre? Kerstin, das ist eine gute Frage. Nein. Du meinst vermutlich das hier, die Ukulele. Das ist ein bisschen anders. Die Stimmung ist da ein bisschen anders. Also ich gehe jetzt nicht näher darauf ein. Ich bin auch kein Experte, muss ich zugeben, in dem Dings da. Die Stimmung ist einfach ein bisschen anders. Übrigens, das, was ich hier habe, das ist erschienen beim Hage Verlag. Ihr könnt das käuflich erwerben. Es gibt dazu, wenn ihr ein bisschen rumschaut, der Hage Verlag hat auch was produziert. Es gibt auch ein Büchlein und eine DVD dazu. Also es ist ein super tolles Geschenk auch für jemanden zu machen. Ihr könnt einfach dieses Ding da kaufen. Das Gascha heißt die Marke hier. Mal schauen. Gascha. Und dann die DVD und das Büchlein dazu. Da ist alles super gut erklärt und das genügt für den Anfang. Also wenn ihr jemandem eine Freude machen wollt, sowas. Es könnte natürlich auch ein Klavierkurs sein, von mir ist klar, aber jemand, der kein Piano hat und lieber sowas hat, dann würde ich das empfehlen. Und da in diesem Büchlein steht alles drin mit der Stimmung. Gell? Danke, Sternenschimmel. Okay, weiß ich nicht ganz, was damit gemeint ist, aber irgendwie wird das schon was haben. Was ist der Unterschied zu einer Quattro? Ich habe mal in Venezuela spielen gelernt. Oh, um Himmels Willen. Das ist nicht mein Fachgebiet. Also, ich zeige nur ganz einfache Prinzipien. Kann ich leider nicht beantworten. Da musst du ein bisschen im Internet recherchieren oder wirklich jemanden fragen, der sich mit antiken Instrumenten auch auskennt, mit lauten Instrumenten, solchen Sachen. Gell, Claudia? Hallo, ich würde gerne Kiss the Rain von Yoruba lernen. Kannst du hierzu ebenfalls ein Video produzieren? Ja, muss ich mal schauen. Ich kann das ja mal aufnehmen in meine Planung. Ich habe eine riesen Liste an Videos, die ich da schon geplant habe und die bin ich immer einzeln am Durcharbeiten. Okay, soweit so gut. Hä? Jetzt, wo war ich stehen geblieben? Also, weil ich gemerkt habe, dass die meisten Pianisten so super analytisch dahingehen an die ganze Sache, habe ich mir irre lange Gedanken gemacht, wie kann man das Klavierspiel überhaupt erlernen, dass es Sinn macht, dass es logisch ist, dass es jeder versteht, dass man es auch sofort visualisieren kann und dass es auf jeder Kompetenzstufe anwendbar ist. Da habe ich hier ein Prinzip gesucht, ein Framework, ein Werkzeug, wie man da wirklich durchgehen kann. Und ich habe keines gefunden und ich habe dann selber eines entworfen. Das ist die Zappiano-Methode. Ich blende es mal hier ein. Ich hoffe, das geht noch vom Licht her. So, also, du siehst da, es hat da 3 Kreise. Musik besteht im Wesentlichen nur aus 3 Elementen. Das ist Harmonik, Melodik und Rhythmik. Ich habe das in Kreisen dargestellt. Und immer die Kombination dieser 3 Elemente ergibt dann das, was wir als Musik bezeichnen. Und die meisten gehen so vor, dass sie einfach irgendein Notenbuch kaufen, das lesen, also übers Auge, dann wird übers Auge gelernt und dann wird die Taste gedrückt. Das hat zur Folge, dass man im Moment ein Erfolgserlebnis hat, da kann man was drücken, das hört sich irgendwie gut an, dann wird es immer ein bisschen schwieriger, die Noten werden schwieriger, das kann auch irgendeine App sein, die Tasten einblendet, funktioniert nach demselben Prinzip, einfach übers Auge und dann drücken. Die Folge davon ist, kurze Erfolgserlebnisse im Moment, längerfristig funktioniert das nicht. Weil dem Verstand bringt die Bewegung der Hände nicht in einen Kontext. Der kann das gar nicht erfassen. Das ist etwa so, wie wenn du das ABC retour lernen würdest. Das kannst du dann vermutlich nach einer gewissen Zeit, aber 2 Monate später kannst du das vermutlich nicht mehr. Und so habe ich schon Schüler getroffen, die konnten irgendwie
auch nach 10 Jahren 15 Stücke spielen. Und wenn sie beim 15. angelangt sind, dann beginnen sie wieder von vorne beim ersten. Das haben sie wieder vergessen. Und viele der Leute haben mir gesagt, ja, das kann es ja nicht sein. Und habe gesagt, ja, finde ich jetzt auch nicht so cool. Und dann habe ich was anderes entworfen. Und ich kann jetzt nicht näher darauf eingehen. Ich unterteile jetzt einfach, ich mache es jetzt ziemlich einfach hier. Also ich unterteile den Lernfortschritt oder den Übeprozess hier in diesem Livestream einfach, dass ich euch sage, wir befinden uns nur im Kreis Harmonik und Rhythmik danach. Das sind nur Akkorde, ist ganz einfach. Und wir machen vieles im Moment übers Gehör. Aber die Zapiano-Methode, das ist ein universelles Konstrukt. Das bedeutet, das kannst du auf jeder Spielstufe anwenden. Da sind die Noten auch integriert, wie auch das Hören. Es geht einfach darum, dass du alle Sinneskanäle in diesen Lernprozess einbeziehst. Und wenn du das machst, dann wirst du wirklich Musik machen können und nicht nur Tasten drücken. Das ist meine Garantie und das habe ich auch schon mit Hunderten, sogar schon Tausenden von Schülern so erlebt, die nach der Zapiano-Methode gelernt haben. Okay, jetzt zurück zum Piano. Ich habe dir vorhin die Akkorde so gesagt und die hören sich jetzt noch nicht wahnsinnig voll an. Auf dem Klavier haben wir den Vorteil, im Vergleich zu einer Ukulele, ich kann diese Akkorde hier voller machen, indem ich einfach hier mit der linken Hand die Bassnote drücke. Und das ist super einfach, denn da hier wiederum, da habe ich immer wieder denselben Ton. Der ist einfach in der Fachsprache 2 Oktaven tiefer. Also wenn ich hier ein C habe, habe ich hier wieder einen C. Dann gehe ich nach oben, D, E, F, G, A. Den B lassen wir noch weg, der kommt ganz selten vor. Und immer wenn ich hier einen Akkord spiele, dann kann ich gleichzeitig hier mit der linken Hand die Bassnote drücken. Dann hört sich dieser Akkord schon viel voller an. Das ist dasselbe. Also hier ist es ein bisschen netter, ein bisschen einfacher. Und das hier, das hört sich dann natürlich voller an. Ist auch ein C, ist genau dasselbe. Das ist nur Harmonik. Also wenn ich dir sowas erkläre, dann ist damit eigentlich nur gemeint, es ist das Verstehen, jetzt habe ich das gehört und da gerade nicht da. Oder es ist dann schon das Greifen. Also ich befinde mich jetzt nur im Kreis Harmonik und ich greife einen Akkord. Das wäre in diesem Fall den C. Also siehst, der Kreis Harmonik, der ist jetzt farbig und das, der Sinneskanal, die Hände, steht fürs Greifen, das ist ein C. Und was du jetzt machst oder zuerst machen kannst, je nachdem, wie rasch du ein Lied spielen möchtest, dann hast du hier ein C drin. Dann lernst du zunächst die Akkorde, wie sie auf dem PDF drauf sind. Dann habe ich ein C, hier habe ich ein D-Moll, hier habe ich ein E-Moll, hier habe ich ein F, hier habe ich ein G und hier habe ich ein A-Moll. Hier mit der linken Hand, wenn du zum A-Moll gehst, wirst du einfach mit dem Daumen ups, so nach oben gehen. Und den A-Moll kannst du auch hier unten spielen. Da hört er sich ein bisschen besser an. Den G könnte man auch noch hier unten spielen. Den F auch noch. Ja, aber tiefer würde ich nicht mehr gehen. Also das, was ich hier vorhin gemacht habe, den F hier, kann ich auch noch da tiefer spielen. Dann bekommen wir sowas. Also C, wenn du dieses Video dann im Replay siehst, dann kannst du es genauso nachspielen, kannst du es so üben. Also C, D-Moll, E-Moll, dann würde ich nach unten gehen, F, G, A-Moll. Und wenn du die Akkorde jetzt, wie ich, wenn du diese laut aufsagst, du schaust dir das an, du konzentrierst dich, sagst laut den Akkord D-Moll. Also ich sage nicht D, sondern ich sage wirklich D-Moll. Das ist ein großer Unterschied. D-Moll, E-Moll, F. Wenn ich Dur nicht sage, dann ist damit umgangssprachlich immer auch nur ein F-Dur gemeint. Also F steht für F-Dur. F, G, A-Moll. Wenn du es ein bisschen schwieriger machen möchtest, dann machst du hier C, okay, E-Moll, A-Moll, F, G, D-Moll, E-Moll, A-Moll, G, F. Du kannst es auch wild durcheinander kombinieren. Und währenddem, dass ich das jetzt schon gespielt habe, hast du gemerkt, das sind irgendwelche Harmonien, das sind Begleitungen, die in bestimmten Liedern immer davor kommen. Und darum geht es jetzt. Schau nochmals kurz auf den Chat, was da Neues gekommen ist. Ich kann dir meine Tabura leihen für das nächste Mal. Die Google Short Hörer sind defekt. Ehrlich? Ich habe die ausprobiert. Sollten eigentlich klappen.
Also wenn es im Moment nicht geht, ich werde es danach in diesem YouTube-Video wie auch im Facebook in den Kommentaren werde ich es nochmals einfügen. Ich muss ja nochmals checken, was da los ist. Also ich habe den Link da eingefügt, jetzt hat nur jemand gesagt, dass es nicht geklappt hat. Dann klappt es hoffentlich beim nächsten Mal. Ich gehe jetzt nochmals hin und ich check's gerade selber kurz. Das sollte eigentlich gehen. Mal schauen. Sehen wir so, man testet was und dann klappt es nicht. Ich dachte auch, das geht. Also, ich werde den Chat nochmals, ich werde das nochmals einfügen hier. Also, wenn ihr da draufklickt, dann kommt ihr zum PDF. Ihr könnt das runterladen. Und das hat konkret damit zu tun, was ich da erkläre. Okay, jetzt gehen wir weiter. Was besonders cool ist auf der Gitarre, ich kann hier irre lockeren Rhythmus erzeugen. Also, ich kann hier sowas machen. Ich kann auch nur die Viertel spielen. Jetzt immer, wenn du ein Stück hörst, egal welches Stück, da liegt immer eine sogenannte Pulsation zugrunde. Du hörst das Stück und wenn du ein bisschen geübt bist, je nach Stück, dann kannst du mitklatschen mit diesem Stück. Machst du ganz automatisch. Und in der Regel werden das die Viertelnoten sein. Und es genügt wirklich, wenn du bei einem Stück nur schon die Viertelnoten spielst. Sofern wir von Begleitung sprechen. Also das bedeutet, nur das hier, dann kann ich die Harmonie wechseln, den Akkord wechseln. Und dann, wenn jetzt noch die Melodie dazu kommt, die werde ich jetzt singen, dann haben wir alle drei Elemente schon integriert, die das Musikmachen eigentlich ausmachen. Also ich habe Melodik mit der Stimme, ich habe einen einfachen Rhythmus hier und ich habe hier die Harmonien. Und immer wenn du irgendwo so einen Trick siehst, also Trick, ich sage dem, das ist so ein Marketing-Vokabular. Du siehst im Internet irre viel Zeugs, wo immer draufsteht, garantiert ohne Üben und sofort Musik machen und sofort Lieder spielen und ohne Üben und ganz und nur in 10 Minuten und in 10 Wochen und in 10 Stunden. Was damit gemeint ist, ist Folgendes. Das ist eigentlich so ein bisschen ein Marketing-Trick, der die Leute ein bisschen irritiert, auch manipuliert natürlich. Was damit gemeint ist Folgendes. Du kannst, das ist das, was ich dir jetzt zeige, du kannst in einer kurzer Zeit eine einfache Begleitung spielen und dazu singen. Wenn du aber beidhändig Klavier spielen möchtest, mit Begleitung und mit Melodie, dass es wirklich nach Klavier sich anhört, dann dauert das viel länger. Da gibt es keine Abkürzung. Ich habe noch niemanden gesehen, der das in nur, weiß nicht, 10 Stunden jedes Stück spielen konnte im Klavier. Geht halt nicht. Aber was du machen kannst, ist eine super einfache Begleitung, wie auf dieser Ukulele. Also, wenn ich jetzt ein Stück habe. He's got the whole world in his hands. 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 Super einfach. Ich habe nur zwei Harmonien gespielt jetzt. Ich habe eine einfache Melodie gesungen und ich habe hier ja, hast du ein bisschen einen Zwischenschrumpf gehabt, aber ihr könnt es auch mit Viertel. He's got the whole world in his hands. He's got the whole world in his hands. Und genau dieses Prinzip, super einfach, geht auf dem Klavier auch. Nichts Intellektuelles, nichts Analytisches. Ich werde jetzt hier einfach den C spielen. Natürlich muss man die Akkorde wissen, das ist klar. Wenn du im Internet nach irgendeinem einfachen Stück mal ein bisschen suchst, dann wirst du bestimmt eine einfache Version finden. Du siehst dann den Text und oben siehst du die Harmonien. Und immer wenn du die Harmonien siehst, dann sind das die Akkorde, sind damit gemeint. Das sind nicht Noten im eigentlichen Sinne, schon gar nicht Klaviernoten mit zwei verschiedenen Systemen, sondern es ist immer nur der Akkord gemeint. Und wenn du zum Beispiel ein C und ein G siehst, das wäre dieses Stück, He's got the whole world in his hands, dann habe ich hier den C-Akkord, den ich vorhin gezeigt habe. Und dann habe ich hier den G-Akkord. Das ist alles. Und dann, wie machen wir jetzt eine coole Begleitung auf dem Klavier? Zunächst machst du Folgendes. Ich hoffe, man sieht den Staub da nicht. Also machst du Folgendes. Eins, zwei, drei, vier. He's got the whole world in his hands. 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 Ja, und jetzt geht es um Unabhängigkeit und Gleichzeitigkeit. Bisschen Staub da. Also jeder Pianist hat mit diesem
Mechanismus zu tun, dass er etwas unabhängig machen muss im Vergleich zu Ukulele. Da haben wir etwas, das synchron laufen muss. Und auf dem Piano haben wir die Unabhängigkeit. Und dann noch die Gleichzeitigkeit. Gleichzeitigkeit bedeutet hier in diesem Sinne, ich habe da was laufen hier unten und dann habe ich auch noch was anderes laufen gleichzeitig. Also die Melodie hat nichts mit dieser Bewegung zu tun, hast du vermutlich gemerkt. Und das muss man zunächst ein bisschen üben. Darum habe ich das ja bewusst mal so gemacht, zunächst mal nur diese Bewegung hier und dann dazu gesungen. Und wenn das gut geht, dann nimmst du nur diese zwei Akkorde, hörst nochmals gut hin. He's got the whole world in his hands. Hört sich gut an. He's got the whole world in his hands. Oh, hands. Da muss was anderes sein. Hands. He's got the whole world in his hands. He's got the whole world in his hands. Also ich habe nur ein C-Dur drin und ein G-Dur. Und wenn ich jetzt diese Begleitung da mache, ganz ähnlich wie auf der Ukulele, kriege ich das. Ich mache jetzt genau diese Bewegung, die ich vorhin demonstriert habe. Hier habe ich nur die Bassnote, hier nur den Akkord. He's got the whole world in his hands. 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 Ja, und dann hast du dein erstes Stück gespielt. Super einfach. Nichts Intellektuelles. Es ist für die meisten Leute ein bisschen merkwürdig, wenn sie da jetzt keine Noten vor sich haben, noch keine Informationen, was sie jetzt genau machen sollten. Denk daran, super easy. Du lernst nur die Akkorde zuerst, schaust dann irgendwo, vielleicht findest du auch ein Liedsheet oder wirklich ein Notenmaterial, schaust, was für Akkorde da stehen und dann hast du das Stück im Gehör. Falls nicht, schaust auch im Internet, gibt es eine Aufnahme davon und dann probierst du das einfach so umzusetzen. Also keine großen analytischen Sachen im Moment. Und ich habe schon festgestellt, dass viele Leute, die schon lange Klavier spielen, Mühe haben, sowas zu reproduzieren im Moment. Einfach, weil sie sich gewohnt sind, sehr analytisch und sehr mit einem hohen Detailgrad an die Musik ranzugehen und dann irgendwie auf der Strecke auch gemerkt haben, dass sie ein bisschen die Lockerheit da verloren haben. Im Vergleich zu einem Ukulele-Spieler. Yeah. So. Oh, im Google Chrome gehen sie nicht, was für eine Ironie, aber in Firefox geht's. Ja, das ist lustig. Also bei mir geht's im Google Chrome, weiß auch nicht warum. Freunde, schreibt noch eine E-Mail an Google bitte. Ja? Okay. Let It Be geht auch einfach so. Ja, bei Let It Be hast du einfach vier Akkorde, aber ist dasselbe Prinzip. Genau. Cooles Lied, kommt das im Practice Kit? Nein, aber das könnte ich ja noch reinfügen. Genau, das ist doch ein einfaches Lied, gut. Okay, ich habe noch ein paar Beispiele vorbereitet. Ein Stück, das kennen alle super gut, Tom Dooley. Hand on your head, Tom Dooley. Hand on your head and cry. Hand on your head, Tom Dooley. Poor boy, you're about to die. Super einfach hier, hier auch super einfach. Hand on your head, Tom Dooley. Hand down your head and cry. Hand down your head, Tom Dooley. Poor boy, you're about to die. Super einfach. Was man hier noch machen kann, um es ein bisschen abwechslungsreicher zu gestalten. Ich kann hier einen sogenannten Wechselbass erzeugen. Also mit der linken Hand werde ich zuerst immer die Bassnote spielen. Und dann, wenn ich wieder die Bassnote spiele, anstelle, dass ich diese nochmal so spiele, werde ich die sogenannte Quinte in der Fachsprache spielen. Das ist dieser Ton hier. Das ist einfach, wenn du den C-Dur so hast, hier spielst du immer zuerst den C in der Bassnote und dann einfach lässt du einen aus und dann den G. Also das, was du hier mit dem kleinen Finger so spielst, das wirst du dann hier mit dem Daumen so spielen. Und anstelle, dass ich das dann habe, habe ich das. Und dann bin ich einfach nach oben gegangen, hier so, und habe hier den G so gespielt. Da kriege ich das. Hand on your head, Tom Dooley. Hand on your head and cry. Hand on your head, Tom Dooley. Poor boy, you're about to die. Super easy. Ich denke, das ist für jedermann nachzuvollziehen.
Das ist nichts Schwieriges. Und ich möchte dir wirklich empfehlen, dass wenn du beginnst mit dem Klavierspiel, dass du deine großen Ziele von Filmmusik oder irgendwelchen Sachen, die dich inspirieren, dass du das vielleicht nochmals ein bisschen auf die Seite lässt. Denn wenn du beginnst, damit zu arbeiten, dann ist es einfach viel zu schwierig. Das wäre so, wie wenn ich, weiß auch nicht, ein Picasso probiere nachzupinseln, obwohl mir jegliches Rüstzeug fehlt. Und wenn du diese Basissachen drin hast, dann kannst du das anwenden auf beliebige Anzahl Songs, dieses einfache Konzept, und das wird dir immer wieder vorkommen. Also natürlich kann ich das ein bisschen erweitern, das ist eh klar. Aber das ist wirklich die Grundlage. Das ist die Grundlage, nicht analytisch, ähnlich wie ein Ukulele-Spieler. So, dann haben wir noch. Don't you worry it. Don't you worry it. By the things. And every little bit wanna be alright. Oops. Don't you worry by the things. And every little bit wanna be alright. Genau. Ist auch ein ganz anderes Stück jetzt, aber das Prinzip ist genau dasselbe. Ich habe hier nur Grundton genommen, Quinte, und hier die Akkorde in dieser Grundstellung. Super einfach. Okay. Ich hoffe, das war ein bisschen inspirierend. Das war's im Wesentlichen von meiner Seite. Was ich hier gemacht habe, ist, ich habe einfach gemäß der Zapiano-Methode, ich habe hier diese beiden Akkorde, diese beiden Akkorde, wenn es zwei Akkorde hat in einem Stück, habe ich einfach kombiniert, dann habe ich einen Rhythmus dazu getan, das einfach gespielt und die Melodie gesungen. Und immer wenn du Melodik, Harmonik und Rhythmik drin hast, egal wie du das verpackst, das kann auch eine ganze Band sein, dann wird es sich immer gut anhören. Das ist Musik. Sobald ein Element fehlt, wie zum Beispiel einem Saxophonisten, da fehlt die Harmonik, dann hört es sich ein bisschen fade an. Und wenn ich nur sowas machen würde, dann denkst du, ja, okay, da fehlt die Melodie, das ist klar. Oder? Gut. So, ich schaue nochmals in den Chat hinein. Karin, im Starter-Kit gibt es Oh When the Saints. Du spielst eine Variation im Boogie-Rhythmus. Kannst du das nochmal wiederholen? Oh, ich habe keine Ahnung, was ich da gespielt habe. Karin, schau einfach, du bist ja eine Schülerin von mir. Schau einfach da rein. Oder schreib mir nochmals. Ich weiß jetzt nicht genau, was du meinst damit. Ja? Da spiele ich TD auf meiner Gitarre. Dann kann ich es endlich abhaken. TD, weiß ich auch nicht, was es ist. Da ist irgendeine Abkürzung hier. Warum werden im Pianostarter eigentlich keine Tonarten mit Vorzeichen genutzt? Das ist eine sehr gute Frage, Dieter. Das kommt im Pianostarter 2. Also ich habe ein ganzes Konzept im Hintergrund, da habe ich mal schon aufgezeichnet. Für mich macht es wenig Sinn, über mehrere Tonarten zu gehen, wenn du beginnst mit dem Klavierspielen. Also ich habe bewusst, aus diesem Grund habe ich nur C-Dur erklärt und am Schluss des Pianostarters im Zusatzmodul habe ich dann noch F-Dur und G-Dur erklärt. Denn wenn du eine Tonart wirklich verstanden hast, mit allen Grundlagen, dann kannst du diese locker adaptieren in andere Tonarten. Das wird dann nicht mehr so schwierig sein. Aber die Grundlage hier, wenn du nur in C-Dur drin bist, dann ist es einfach viel einfacher, wenn du dich danach in andere Tonarten bewegst. Aber das kommt. Ich habe so alles geplant, schon mit allen Tonarten. Kommt alles. Aber wichtig, gell? Die Grundlagen, die musst du drin haben im Pianostarter, bevor du weitergehst. Wenn du schon weitergehen möchtest, kann ich dir noch die Pianostarter Songs empfehlen oder das Practice Kit. So, also. Salena, sollte man ein Tablet besitzen, um den Kurs leichter zu machen? Ja, ich denke mal, du bist interessiert an einem Online-Kurs. Wenn du ein Tablet hast, macht es das einfach viel einfacher. Ich habe gemerkt, so ein Smartphone, ich habe jetzt nicht das allzu größte hier drin, da ist es einfach ein bisschen klein. Also wenn du das hier so hast, siehst du zum Teil die Tasten nicht richtig. Und sobald du ein Tablet hast, da genügt auch ein kleines Tablet, das ist einfach viel angenehmer. Du kannst da wirklich durchscrollen durch den Kurs und siehst auch wirklich alle Tasten, was ich da detailliert zeige. Ich will Jazz spielen, womit soll ich anfangen? Am besten bei Beginn, Bruno. Mach den Pianostarter zuerst. Den Jazz-Pianokursen habe ich auch geplant, der ist noch nicht gefilmt, aber da bin ich dran. Also wenn du online das bei mir lernen möchtest, machst du zuerst den Pianostarter, dann den Blues- und Boogie-Woogie-Kurs,
dann den Piano Improvisations Kurs, dann den Chords and Scales Kurs, das ist die Harmonielehre. Und wenn du diese Kurse intus hast, dann bist du ready für den Jazz Kurs. Weil Jazz kann man nicht beginnen bei Null. Das geht nicht. Da müssen so viele Grundlagen schon mal drin sein, um da wirklich einen gezielten Aufbau machen zu können. Bin erst gerade dazugekommen. Lady B ist so einfach zu spielen. Ulrich, ja. Also du kannst einfach mal schauen im Internet, was für eine Akkordfolge das Lady B hat. Super einfach. Kann ich hier nicht sagen, hier aus Copyright-Gründen. Gell? Schau doch einfach mal und dann kannst du das Prinzip da verwenden, das ich da gezeigt habe. Du kannst auch nur Viertel spielen. Nur so. Das ist schon die Begleitung von Lady B. Der tricky Part ist dann nur, dass die Melodie, die Stimme ein bisschen irgendwo nicht ganz genau auf den Schlag kommt. Aber das wirst du dann selber sehen. So, kann ich das auch auf einem Keyboard spielen? Ja, natürlich. Die Anordnung der Tasten, ich habe auf dem Digital Piano hier, die Anordnung der Tasten ist immer dieselbe. Egal, ob du ein Keyboard hast, ein richtiges Klavier, ein Flügel, was auch immer. Was der Unterschied ist, bei einem Keyboard sind die Tasten vermutlich ein bisschen kleiner und der Sound hört sich halt einfach, sage ich mal, nicht so voluminös, nicht so gut an wie auf einem richtigen Klavier oder so. Und das Digital Piano ist so ein Zwischending. Ich spiele da ein C97 von Kawai und ich finde, das hat einen guten Resonanzboden, das hat einen guten Sound hier. Da gibt es doch auch Unterschiede. Aber wichtig ist, du musst nur einfach die Anordnung der Tasten können. Wenn du weißt, wie diese Töne heißen, dann sind sie auf dem Keyboard genau dieselben. Ich bin bei den verkürzten Akkorden. Wenn ich einige Fingerstellungen sehe, sind das auch Abkürzungen von den Umkehrungen? Also ich habe vorhin jetzt nur Grundstellung gespielt. Du kannst wirklich nur alle Stücke mit Umkehrungen spielen, Kerstin. Du kannst aber auch die verkürzten Akkorde nehmen. Die verkürzten Akkorde, das zeige ich im Piano Starter Kurs. Kannst du die letzte Z, schreibt jemand. Ja, das ist gut. Das war das letzte. Ich weiß nicht, was damit gemeint ist. Gibt es bei den Mollakkorden auch verkürzte Akkorde, so wie bei Dur Mollakkorden? Ja, die kann man natürlich auch verkürzen. Du kannst einfach immer nur zwei Töne benutzen. Das geht natürlich. Ich zeige es im Pianostarter einfach so, dass man möglichst. Okay, ich nehme das Tablet einfach über einen Mixer. Ja, okay, das geht vermutlich auch. Kannst du die letzte Seite im PDF noch kurz erläutern? Tonart C-Dur, das habe ich zu Beginn dieses Videos gemacht. Am besten schaust du den Replay danach an. Also dieses Video wird auf Facebook wie auch auf YouTube verfügbar sein. Da kann ich jetzt nicht nochmals von vorne beginnen. Meins ist leider kaputt, okay? Ich möchte beruflicher Pianist werden. Kann man davon leben? Das ist eine sehr gute Frage. Tja, da beginnst du doch einfach mal und dann schaust du mal, wie es so funktioniert. Ja? Ende, kein Ton. Ah, jetzt ist der Ton weg. Okay, dann war es das Mutter von meiner Seite. Warte mal kurz. Jetzt wieder Ton. Ah, jetzt wieder Ton. War ein kurzer Aussetzer in dem Fall. Hä? Okay, jetzt, wenn ihr keine Fragen mehr habt, würde ich das beenden für heute. Ich hoffe, das hat euch ein bisschen Spaß gemacht, hat euch weitergeholfen. Ich wollte noch was sagen, ja genau, ich habe es fast vergessen. Zapiano ist offizieller Kooperationspartner von Kawai und was ich jetzt heute mitgekriegt habe, es gibt zwei große Webshops in Deutschland, die Kooperation jetzt schon öffentlich haben in ihren Webshops. Das ist der Musikbauer und der Music Store. Also wenn ihr da ein Kawai-Piano kauft, dann seht ihr das auch unten hier. Immer wenn jemand von nun an ein Kawai-Piano kauft, auch wenn er noch ein altes hat, ein altes Modell, dann kriegt er den Klavier-Einführungskurs von Zapiano kostenlos einfach geschenkt. Falls ihr jetzt zu Hause sitzt und ihr habt einen Kawai unter den Fingern, dann geht doch einfach drauf auf kawai.de, das scrollt ein bisschen nach unten und dann seht ihr, da wird ihr durchgeführt und es ist super einfach, wie ihr da zu diesem Klavier-Einführungskurs kommt. Ich zeige da wirklich meine ganzheitliche Methodik, die Zapiano-Methode, zeige ich da ganz detailliert auf. Ich erkläre es zu Beginn wirklich auch für die Leute, die noch nie ein Instrument gespielt haben. Und am Schluss dieses Kurses spielst du dein erstes beidhändiges Stück. Okay,
Das war's für heute. Falls noch eine Frage offen sein sollte, ich werde den Chat auch noch anschauen im Facebook oder der Andreas Briggs, der ist auch noch da und der wird eure Fragen beantworten. Und ich wünsche euch einen wunderschönen Abend und viel Spaß und vielleicht besorgt ihr euch so eine Ukulele für den Sommer im Urlaub. Also, ich wünsche euch eine gute Zeit. Bye, bye.